Die Burg Berwartstein. Hoch oben thront die Ritterfestung über dem Pfälzerwald. Und ich darf einige Herzstücke der Burg mit ihren insgesamt etwa 60 Zimmern heute mal genauer erkunden. Ha, was für eine Aussicht, im wahrsten Sinne des Wortes ritterlich. Und einer der Burgbewohner von heute sieht so aus. Rainer Klose ist hier mit seiner Familie zu Hause. Herr Klose, wie lebt es sich denn auf der Burg? Es hat alles Vor- und Nachteile. Glas ist auf der einen Seite sehr toll von der Aussicht her und so weiter. Aber es hat sicherlich auch einige Nachteile. Ne? Was ist für Sie der größte Nachteil? Die vielen Wege, die man machen muss. Und es ist auch wahrscheinlich nicht in allen Bereichen so behaglich, wie man sich das vorstellt, weil in der Burg ist es also besonders über Winter natürlich entsprechend kalt. Wer hat denn früher hier überhaupt gelebt? Berühmtester Bewohner war sicherlich der Ritter Hans Trapp. Er hat, das kann man sicherlich sagen, gegen Ende des 15. Jahrhunderts ein waschechtes Raubritterdasein geführt. Durch Hans Trapp erwarb die Burg auch den Ruf, uneinnehmbar zu sein. Dabei war eher die Lage entscheidend und vor allem der durchaus ungewöhnliche und einzige Eingang von damals. Sie sind jetzt wohl nicht da hoch, da kommt doch kein Mensch hoch. Ja, manche sollten auch absolut nicht hochkommen, aber die eigenen Leute, die haben dann halt entsprechende Hilfsmittel bekommen, Strickleitern, Holztreppen und so weiter. Auf der anderen Seite hat man oben praktisch einen Mann postiert, der in der Lage war, halt die Angreifer entsprechend abzufangen mit Pech, heißem Wasser, Steinen und so weiter. Ja. Die Burg war ein Wehrbau und da stand halt Sicherheit an aller vorderster Stelle. Auch für den Fall einer Belagerung war man auf der Burg gut vorbereitet. So, das ist also unser Burgbrunnen. Aha. Eines der wichtigsten Bauteile eigentlich von so einer Burg. Warum? Ja, weil Wasser das Entscheidende war für das Überleben auf einer Burg. Wie tief ist denn der? Schütten Sie doch mal das Wasser runter. Und dann hören, wann es aufkommt. Okay, Achtung. Wo ist es denn jetzt? Was verpasst? Jetzt erst. Ja. Es braucht so etwa 8 Sekunden, bis es unten aufkommt. Und der Brunnen ist 104 Meter tief. Und den haben die hier in den Fels reingehämmert? Zu 100% in den Fels gehauen und dann innen ausgemauert. Die Burg Berwartstein wurde wohl im 12. Jahrhundert gebaut. Eine sogenannte Felsenburg. Das merkt man vor allem an den vielen unterirdischen Gängen, die einfach in den Stein gehauen wurden. Wofür waren eigentlich diese Gänge hier? Es war ein ganzes Gängesystem zur Absicherung der Nordflanke. Man ist von hier aus zu Wehrtürmen unterirdisch gelangt, völlig unsichtbar vor dem Angreifer. Damit konnte man den Feind dann überraschen? Genau. Außerdem kam man auf diesem Weg auch schneller zu den Türmen, von denen es sich natürlich besser verteidigen ließ. Und wenn man im Kampf Gefangene nahm, wurde es für die sehr grausam, wie ich spätestens in der Folterkammer merke. Hier kommen die Daumen rein. Ja. Und dann wurde zugedreht. Ja. Ah, das ist alles nicht schön. Boah, nee. Tja, auch das gehört zum Mittelalter. Genauso wie das Schlafen auf einem solch schmalen Holzplankenbett. Nicht sonderlich bequem nach heutigen Maßstäben. Erwähnenswert ist vielleicht noch, dass die Leute damals in der Regel im Sitzen geschlafen haben. Ein Aberglaube, dass man eben, wenn man sich total flach hingelegt hat, den nächsten Morgen nicht wieder aufstehen gekonnt hätte. Und was ist das hier? Sieht ja gefährlich aus. Ging der Ritter mal auf Reisen, legt er seine Frau in Eisen. Ein Keuschheitsgürtel oder was? Genau, so was ist das. Dann steigt die Frau hier ein und dann ist hier unten... Dann wird es zugeschlossen und der Ritter nimmt den Schlüssel mit in den Kreuzzug. Aua. Und wenn der Ritter dann erfolgreich wiederkam, gab es ein großes Gelage mit vielen Gästen und einem üppigen Festmahl.
wenn Besucher gekommen sind, hat man sich versucht, so reich wie möglich darzustellen. Und da sind natürlich auch die guten Sachen auf den Tisch gekommen. Aber das war natürlich auch eine Frage des Geldes. Ja. Mhm. Alltäglich hat man doch sehr einfach und nicht besonders abwechslungsreich gegessen. Ja. Das Ambiente hingegen war immer pompös, auch damals schon. Gespeist wurde nämlich im großen Rittersaal. Und genau dort endet mein Besuch auf Burg Berwartstein. Vielen Dank für den tollen Tag und für die gute Führung. Trinken wir noch einen. Ja? Gerne. Dankeschön. Ein Podcast von WDR, SWR und BR Alpha.